Hallo und Servus zum Testcheck in dieser Ausgabe. Diesmal mit nur mageren 4 Spielen. Ich würde gern sagen, dass die dann dafür umso hochkarätiger sind, aber Henry, wie schaut's aus? Ja, wie üblich im Testcheck, so richtig hochkarätig sind sie nicht, aber man muss auch zur Verteidigung der Softwarehersteller sagen, so richtig mies sind die Spieler auch nicht. Ja, hier geht's doch gleich mal los mit, was ist denn das? Ja, hier sehen wir jetzt NBA Ballers The Chosen One für die Xbox 360. The Chosen One. The Chosen One, mal wieder. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein, Achtung, Basketballspiel. Allerdings ist NBA Ballers keine staubtrockene Simulation, sondern orientiert sich grob an Fun-Basketballspielen wie NBA Jam oder NBA Streets. Und du bist dann der Auserwählte, oder was? Du musst der Auserwählte werden, und zwar musst du dir zuerst im Baukasten einen Ballartisten zusammenschrauben und dann geht's auch schon los. Im Story-Modus arbeitest du dich dann vom Hinterhof-Underdog zum NBA-Superstar hoch. Damit das klappt, tretet ihr in verschiedenen Wettbewerben wie 1 gegen 1, das seht ihr gerade, oder jeder gegen jeden mit 3 Spielern an. Und naja, genau, und da beginnt dann das Dilemma, denn es ist den Entwicklern nicht gelungen, die Dynamik eines zünftigen Basketball-Matches einzufangen. Im Gegensatz zu NBA Street spielt sich NBA Ballers enorm einschläfernd. Der Spielablauf ist insgesamt viel zu langsam, die Kamera hat so ihre Probleme und die Steuerung lässt sich mit dem Wort hakelig am besten beschreiben. Da erinnern auch die ganzen hippen Kameraumblendungen und Siegesposen nichts dran, hä? Nee, auch so das Tricksystem haben sie quasi 1:1 aus NBA Street 2 übernommen. Das bedeutet, ihr drückt eine der 4 Turbo-Tasten in Verbindung mit einem anderen Knopf und dann führt euer Baller, um mal im Bild zu bleiben, einen mehr oder weniger spektakulären Trick aus. Naja, also viel abgeschaut, aber nichts Neues dazu erfunden und das... Und das dann auch noch ein bisschen schlechter. Mein Tipp, wer Lust auf Fun-Basketball mit spektakulären Dunks hat, sollte lieber ein paar Körbe mit der EA-Konkurrenz werfen. Zumal ich nach wie vor nicht drüber hinwegkomme, dass man sich zum Auserwählten hocharbeiten muss. Das ist doch einfach purer Unsinn. Ist man von Geburt an auserwählt? Ja, sonst ist man keiner. Punkt. Genau, okay, nächstes Spiel. Wir haben ja im Testcheck immer wieder mal das Problem, dass wir erklären müssen, wie ein Spiel funktioniert und dann ist es oft ziemlich kompliziert und man weiß es nicht und man kann sich in wenigen Sätzen sagen, aber zum Glück habe ich in diesem Fall nämlich Buster Move für Wii die Packung zur Hand und kann ablesen, was in diesem Spiel passiert. Da wird es nämlich knüppelhart gesagt, man feuert in über 500 spannenden Leveln Kugeln, die farblich zueinander passen müssen und tut mir leid, besser könnte es auch ich mit meiner jahrelangen journalistischen Erfahrung nicht ausdrücken. Ja, und das ist es dann auch. Mal wieder ein neues Bust-a-Move, mal wieder Kugeln feuern, die farblich zusammenpassen müssen. Es funktioniert und es ist so bunt, dass mir die Augen bluten. Aber immerhin, und wieder die Verpackung sagt's mir, Kugeln platzen im tollen 8-Spieler-Spiel. Juhu! Also mal ganz abgesehen von der Wortwiederholung, die ich jedem Redakteur sofort ankreuzen würde. 8-Spieler-Modus ist doch eigentlich nie was Schlechtes. Klar, wird ein bisschen chaotisch dann, aber es geht. Und mein Gott, das ist Bust-a-Move. Mir gefällt das Spielprinzip ja nach all den Jahren immer noch einigermaßen gut. Ich wollte gerade sagen, wie viel Detail ist das denn? Sagt die Verpackung dazu auch was? Nein, da schweigt sie peinlich berührt drüber. Wäre auch, glaube ich, sinnlos, da was zu sagen, weil die unterscheiden sich ja alle in winzigen Varianten und Disney Buster Move und wir erinnern uns alle. Aber am Ende feuert man immer mit bunten Kugeln auf andere bunte Kugeln. In 500 spannenden Levels, wie ich nochmal dazu sagen darf. Ja, ihr seht ja, wie spannend es ist. Markus fängt schon gerade an seinen Fingernägeln zu knabbern. Hört auf meine Worte, wer ohne Buster Move nicht leben kann und 7 Freunde hat, kauft's euch, der Rest besorgt sich ein etwas günstigeres, älteres Buster Move. Da gibt's gar nicht so viele Unterschiede. Warum Fingernägel knabbern? Warum nicht? Vor Spannung in den 500 Level. Wenn wir jetzt einen Gag reißen können, schon an in der Nase zu bohren, da gibt's auch farbige Kugeln. Ach komm. Tja, Markus, dann kann ich auch mal mit ein wenig Packungstext kontern, denn was ihr hier gerade seht, das Cheggers Party Quiz ist nach eigenen Angaben das wundervollste, wahnsinnigste Unterhaltungsparty-Quiz aller Zeiten. Aber nur für Cheggers, oder? Nur was? Für Cheggers. Für mich ist es eher das ätzendste, bekloppteste Null-Unterhaltungsquiz aller Zeiten. Sozusagen die Videospiel-gewordene ARD-Seniorensendung. Aber hey, es gibt Bilder von Frauen. Ja, es gibt Bilder von Frauen und die Fragen sind eigentlich auch gar nicht so doof, aber wo ist denn da der Spaß? Also ich meine, guck mal, da zittern gerade so 2 Hände rum und dann kannst du dir aussuchen, welche Antwort die passende ist und das ist es. Das war's. Also der Spaß reißt mich förmlich an die Erde. Wenn ihr eine Party töten wollt, schmeißt das Spiel rein. Ja, man kann auch sagen, wo ein bisschen noch die Schwachpunkte liegen, zum Beispiel bei der Steuerung, wo man in diesen Blitzrunden die Wiimote hochreißen muss, um zu signalisieren, dass man jetzt was sagen will, anstatt einfach Knopf zu drücken vielleicht. Ja, aber vielleicht ist das so der Extra-Spaß. Oder vielleicht meinen Sie das mit
wahnsinnigste Unterhaltungsparty-Quiz aller Zeiten. Also ich weiß nicht, beim Spielen von dem Wiemot hochreißen kam der Spaß nicht. Eher schon, weil ich alles gewusst hab und ihr nicht. Mhm, guck mal, da haben sie Markus auch gleich ins Spiel eingebaut. Das ist doch eher aus wie du mit aufgeblasenem Kopf hin. Ja, genau. Aber egal. Nee, ey Leute, auch wenn ihr die größten Checker bei euch in der Hood seid, lasst mal lieber die Finger vom Checkers-Party-Quiz. Tja, tu mal was für unsere Bildung, Henry. Gehen wir mal wieder ins Museum. Genau, und zwar dieses Mal in die gefühlt 12.000. Ausgabe des Namco-Museums. Ihr wisst, das sind Oldie-Compilations, auf denen Namco und andere Firmen ihre Uralt-Hits verbraten, wieder verbraten und nochmal verbraten und vor allen Dingen auf jeder Plattform rausbringen. Und diesmal jetzt aber mit dem Untertitel Remix, was heißt, die sind, aufgearbeitet nochmal, ne? Genau, mehr schlecht als recht. Also auf der Disc befinden sich 9 klassische Spiele. Galaxian, Dig Dug, Mappy, Pac-N-Pel, QTQ, Super Pac-Man, Gablus, Xerxes, Pac-Mania und 5 sogenannte Remixe, nämlich der Pac-N-Roll Remix, der Galaga Remix, den seht ihr gerade im Bild, Pac-Motors, der Rally X Remix, den keiner braucht und der noch viel unwichtigere Gator Panic Remix. Also mal ganz abgesehen von Remixen, die wirklich keiner braucht, wie, ich weiß nicht, Rally X spiele ich halt immer wie ein Ridge Racer lädt. Ja. So mache ich das. Länger kann man es auch nicht mehr ertragen. Genau, und auch ein paar Sachen in der Liste hier, die standen in meiner Spielhalle damals schon sehr, sehr weit hinten im Eck. Und das zwar völlig zu Recht, mein Lieber. Also, ich weiß nicht, langsam verlieren diese Dinge ein bisschen an Bedeutung in Zeiten von Virtual Console und Xbox Live Arcade und dergleichen mehr. Ganz genau, vor allen Dingen, es gibt eigentlich, also die Remixe sind nicht wirklich gut. Da seht ihr hier, wie beknackt mit der Remote auf den Bildschirm zeigen und wie bescheuert den Feuerknopf drücken. Das ist es dann auch. Wird nach ungefähr 22 Sekunden langweilig. Ist ja Gallagher, richtig? Ja. Was ist denn dann, wenn das Schiff kommt und meine Remote kapert, bekomme ich dann 2, wenn ich es abschieße? Klar, garantiert. Also, nee, ernsthaft, ich fand's ein bisschen öde und für ein Vollpreisspiel muss man auch sagen, schaut mal lieber beim Videospielhändler eures Vertrauens in die Kramkiste, da gibt's Namco Museum, bis der Arzt kommt und zurück. Tja, mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns auch für diesmal, Handy, oder? Denn wir sind geschafft. Bis zum nächsten Monat, Leute. Ich hoffe, dass im nächsten Monat sich ein bisschen mehr Mist auf meinem Schreibtisch sammelt. Überhaupt mal mehr Spiele wäre ja schon was wert. Ja, genau.